Guten Abend. Wie geht es euch? Sehr gut. Prima. Prima. Ja. So, I'm so happy to see many of you for the first time. Ich entdecke hier einige, die ich das erste Mal sehe. Darüber freue ich mich. So, just to know, could you please lift up the hands, those who are coming here for the first time? Nur um es einmal zu sehen, wer das erste Mal hier ist, der soll sich mal bitte einmal melden. 1, 2, 3. Ja, herzlich willkommen. Ja. So, I have a question to the other friends. Also, jetzt habe ich aber eine Frage an unsere anderen Freunde. Okay. Those were here yesterday. An die gestern schon hier waren. So, what are we discussing yesterday? And worüber haben wir gestern gesprochen? About what? Holy Spirit. Huh? Holy Spirit. Heiligen Geist. What did we say? Ja, über den Heiligen Geist. Was haben wir da gesagt? Okay, we were telling how to receive the Holy Spirit and all, no? Wir haben über all das gesprochen, wie wir den Heiligen Geist empfangen. Ja, yeah. We were telling about 1, 2, 3, 4. Wir haben über 1, 2, 3, 4 gesprochen. Erinnert ihr euch? Okay. Okay, first one. Also das erste war? Thirst. Ja, yeah, we should thirst for the Holy Spirit. Das erste war, wir sollen Durst haben nach dem Heiligen Geist. Second? Ja, yeah, we should ask, okay? Das zweite ist, wir sollen bitten um den Heiligen Geist. Ja. Yeah. Third one? Glauben, I should believe. Das dritte ist, wir sollten Glauben haben. And next one? We should wait. Und das vierte war, wir sollen warten. Okay. Are you sure that there is Holy Spirit in you? Glaubt ihr, dass der Heilige Geist in euch ist? Ja. How can you say? Wie könnt ihr das sagen? Taufe, yeah, from the baptism. Ja, wir sind getauft. Yeah. But is the Holy Spirit active? Yeah. Aber ist der Heilige Geist auch aktiv in euch? No, sometimes no. Manchmal nicht. Yeah, but how to make him active? Aber wie können wir den Heiligen Geist in uns aktivieren? Umrühren. Wir müssen umrühren. So, what example did we use? Welches Beispiel haben wir dafür gebraucht? So, you have Kaffee. Wir haben die Tasse Kaffee gehabt. And yeah, Holy Spirit is like the sugar. Und der Heilige Geist war wie der Zucker. You just poured the sugar. Wir schütten einfach den Zucker in den Kaffee. And drink. Und dann trinken wir den Kaffee. It's not so sweet. Aber er ist noch gar nicht so süß. But if you stir it. Aber wenn wir es umrühren, was passiert dann? And drink. Und dann trinken. It's sweet. Dann ist er süß. Yes or no? Stimmt das? So this preparation is to stir the Holy Spirit who is inside us. Also die Vorbereitung besteht darin, dass wir den Heiligen Geist, der bereits in uns ist, umrühren. And in the scriptures we know that. Und wir wissen das aus der Heiligen Schrift. Yesterday we heard that the Jesus is telling Holy Spirit is in you. Wir haben gestern gehört, dass Jesus gesagt hat, der Heilige Geist ist in euch. And he gave a test. Und er hat eine Prüfung gemacht. Okay. How can we know that there is Holy Spirit in us? Wie können wir das wissen, dass der Heilige Geist in uns ist? What was it? Das war diese Prüfung. Yes, if anybody can say that Jesus is the Lord, that means that person has Holy Spirit. Es ist so, wenn jemand von uns sagen kann, Jesus ist der Herr, dann ist das ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist in uns ist, weil der Katechismus sagt, wer bekennt, dass Jesus ist der Herr, kann dies nur bekennen im Heiligen Geist. Ja, yeah, because the scripture says, without the help of the Holy Spirit, nobody can say that Jesus is the Lord. In der Heiligen Schrift heißt es, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kann niemand sagen, dass Jesus der Herr ist. Ja, yeah, that's why. Darum wissen wir, dass der Heilige Geist in uns ist. So we just let's take once more 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Nehmen wir noch einmal den ersten Korintherbrief, 12. Kapitel, Vers 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3.
1. Korinther 12. Kapitel Vers 3. Tells like this. Da heißt es so. Not I am telling. The Lord is telling through the scriptures. Also das sagt jetzt nicht ich, sondern das sagt der Herr in der Heiligen Schrift. Nobody is able to say Jesus is the Lord except with the help of the Holy Spirit. Da heißt es, und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 1. Korinther 12, 3. Ja, yeah. So, let us do one practice. Also machen wir dazu eine Übung. Let us see, is there Holy Spirit in you? Also lasst uns gucken, ob der Heilige Geist wirklich in euch ist. Okay. Einverstanden? Are you ready? Seid ihr bereit? So what we have to say, we have to tell that Jesus is my Lord. Also, was müssen wir tun? Wir müssen bekennen, Jesus ist mein Herr. So let's say, Jesus is my Lord. If you believe, you say. Wenn ihr das glaubt, dann sagt das jetzt laut. Jesus ist mein Herr. Jesus is my Savior. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Retter. I belong to Jesus. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre Jesus. And he belongs to me. Und er gehört zu mir. I am his property. Ich bin sein Eigentum. And he is my Lord. Und er ist mein Herr. Und er ist mein Herr. And Jesus redeemed me with his blood. Und Jesus hat mich durch sein Blut erlöst. That means all of us have the Holy Spirit. Also, das heißt jetzt, ihr alle habt den Heiligen Geist. Okay. Einverstanden? Ja. Yeah. Today what we are going to see is, we are going to, you know, preparing ourselves for the Pentecost. So we will just start with the Pentecost, because we have tomorrow also. We will just start. Also, wir bereiten uns jetzt ja auf das Pfingstfest vor und deswegen machen wir heute den ersten Anfang für das Pfingstfest. So wir haben ja auch noch morgen. So, we will start with the Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 onwards, where it is mentioned about the Pentecost. Also, wir beginnen mit der Apostelgeschichte, 2. Kapitel, wo es über das Pfingstfest berichtet wird. Okay. You know, we have how many Gospels we have? Wie viele Evangelien haben wir? Vier. Okay, the gospel speaks about whom? Und über wen sprechen Evangelien? Jesus. You know? But when we come to the Acts of the Apostles, aber wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte schauen, it is not like Matthew or Mark or Luke or John. Dann geht es nicht um Markus, Lukas, Johannes oder Matthäus. The names of those gospels are name of a person, right? Die Namen der Evangelien sind Namen von Personen. But when we come to the Acts of the Apostles, it's called Acts of the Apostles, the actions of the Apostles. Aber wenn wir jetzt schauen in der Apostelgeschichte, dann kommt der Name Apostelgeschichte von dem, was die Apostel getan haben. It's not the name of a person. Also es ist nicht, die Apostelgeschichte ist nicht der Name einer Person. It's the actions of the Holy Spirit through the apostles. Es, die Apostelgeschichte beschreibt das Handeln des Heiligen Geistes durch die Apostel. So if you see that throughout the Acts of the Apostles, we see the action of the Holy Spirit. Also wenn wir die ganze Apostelgeschichte durchgehen, sehen wir dort das Wirken des Heiligen Geistes. So in a way we can say that, no, it's about the Holy Spirit. Also so können wir eigentlich sagen, die Apostelgeschichte ist die Geschichte über den Heiligen Geist. Okay, so we are going to start. Also so fangen wir jetzt an. So Acts of the Apostles chapter 2. Also 2. Kapitel Apostelgeschichte. Chapter 2 verse 1 onwards. Vers 1 beginnend. When Pentecost day came around, they had all met together. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind which filled the entire house in which they were sitting. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. When Pentecost day came, als der Pfingsttag gekommen war,
They had all met together. Befanden sich alle am gleichen Ort. Not alone, together. Sie waren nicht allein, sie waren zusammen. With the Blessed Mother. Zusammen mit der Mutter Gottes. Okay. What happened? Und was geschah dann? Suddenly. Plötzlich. Yes, suddenly. Ja, plötzlich. There came from heaven a sound of a violent wind. Da kam vom Himmel her ein heftiges Brausen. And the entire house, in the entire house where they were sitting, and there appeared to them tongues as of fire. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. And these separated and came to rest on the head of each one of them. Die Zungen verteilten sich und ließen sich auf jeden von ihnen nieder. Every person. Auf jeder Person. Whoever were together on each one of them. Bei allen, die dort zusammen waren, auf jeden ließ sich diese Zunge des Feuers nieder. And they were filled with the Holy Spirit. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. And they began to speak different languages. Und sie begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. As the Spirit gave them the power to express themselves. So wie der Heilige Geist es ihnen eingab. This is just a starting. Das ist aber nur der Anfang. So we are going to see about this little by little. Und wir schauen uns das nach und nach an. So, how did the Holy Spirit come? Also, wie kommt der Heilige Geist? Like a fire, fire of tongues, tongues of fire. Wie ein Feuer, Zungen von Feuer. Okay, so today, maybe we will see about the aspect of fire. Vielleicht schauen wir uns heute einfach mal diesen Aspekt des Feuers an. Okay? Holy Spirit coming on fire. Der Heilige Geist kommt wie Feuer. Okay. Are you ready? Seid ihr bereit? Oder schlaft ihr schon? I think some are sleeping. Ich glaube auch, einige schlafen schon. Okay. So can you tell me some places where you see fire coming upon the people? Also könnt ihr mir einige Stellen aus der Heiligen Schrift sagen, wo Feuer auf die Menschen herabkam? Ja, das war dann der Apostelgeschichte. In der extra Apostel. No, let's go to the Old Testament. Nein, ich meine eigentlich mehr im Alten Testament. Moses. Where? Bush. Bush, yes. Ja, der. Very good. Sehr, sehr gut. Der brennende Dornbusch bei Mose. Okay. Ja, let's take that. Also nehmen wir das erstmal. So what happened? Was geschah da? The context is this one. Der Zusammenhang ist folgender. You know Moses. Ihr kennt alle Mose. No, he was a Hebrew boy. Er war ein Hebräerjunge. Okay. And the Pharaoh said, no, they wanted to kill all the Hebrew boys. Und der Pharao hatte angeordnet, alle Hebräerjungs zu töten. Because Hebrews were increasing in number. Weil die Hebräer vermehrten sich so stark. Okay, so the mother kept in the small, no? Also war Mose in so einem kleinen Binsenkörbchen ausgesetzt. And put in the river, and the daughter of Pharaoh finds. Und ihr kennt das, er wurde da ausgesetzt im Nil und die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden und aufgenommen. Ja, yeah, all this you know. Das alles kennt ihr. The mother nursed Moses for maybe a few years, then brought back to the palace. Und dann war die Mutter als Amme eingesetzt und ernährte Mose einige Jahre und dann kam er zurück in den Palast des Pharao. And in the palace, he is like a prince. In dem Palast wurde er gehandelt wie ein Prinz. No, he got all the training. Er hat alles dort mitgemacht. And he was so happy there. Und er war glücklich dort. But he also knew that actually he is a Hebrew. Aber er wusste, dass er eigentlich ein Hebräer and war. When he saw the how the Egyptians are treating the Hebrews, he couldn't control. Und als er sah, wie die Ägypter die Hebräer behandelten, da hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle. So what did he do one day? Und was tat er eines Tages? Ja, he killed one Egyptian. Ja, er hat einen Ägypter umgebracht. So then what happened? Und was geschah? Someone saw this. Yes, then someone saw and they went and told who? Und wem haben sie es dann gesagt? Pharaoh. Ja. Then Pharaoh wanted to kill him. Und deswegen wollte der Pharao dann den Mose töten. Ja. So what did Moses do? Und was hat Mose getan? He ran from the palace to Midian. Er ist vom Palast des Pharaos nach Midian geflüchtet. So in the palace he was the prince.
He went to Midian. What he was doing there? Also im Palast war der Prinz und der ist nach Midian gegangen. Und was war er dort? A shepherd. Ja, ein Schafhirte. Yeah, like a slave. Wie ein Sklave. No? Then he got married, so he was like a slave in that family, looking after the sheep. Und dann hat er geheiratet und er war wie ein Sklave in der Familie, der sich um die Schafe kümmerte. Who was he? Wer war er? Prinz. Er war 40 years in the palace. Now, er war 40 Jahre Prinz gewesen beim Pharao und jetzt war er Schafhirte. So I believe so many times he might have asked the Lord, Lord, why are you not answering my prayer? Und ich kann mir vorstellen, dass Mose so oft zum Herrn gerufen hat und gesagt hat, Herr, warum erhörst du mich nicht? Why are you putting me in this condition? Warum lässt du mich unter solchen Umständen leben? 1 year over, 2 years over, 3 years over, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 years are over. Jetzt sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, 10, 20, 30, 40 Jahre um. Ja. Yeah. But he didn't hear anything. Aber Mose hat vom Herrn nichts gehört. Yeah. Why this suffering, Lord? Warum diese Leiden, Herr? So nice in the palace, but suffering here. Es war so schön im Palast und hier so ein Leiden. So one day he was with the sheep coming, then he saw in the mountain. Und einmal, als er mit den Schafen unterwegs war, sah er da auf dem Berg etwas. Ah, there is fire. Es war dort ein Feuer. In the bush. Ein Busch war am Brennen. And, but the bush is not being burned. Also der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. So he wanted to know what it is. Und da wollte er hingehen und schauen, was da los near. Ist. Er ging näher heran. Then God said, God spoke through the angel and said, Moses, Moses. Da sprach Gott durch den Engel zu ihm und sagte, Mose, Mose. Ja. Where you are, no, the place where you stay is holy. Der Boden, wo du stehst, ist heiliger Boden. No, remove your slippers. Zieh deine Schuhe aus. Then he tells. Und dann sagte Gott. I have heard the cry of my people. Ich habe den Schrei meines Volkes gehört. Yeah. And I want you to go to Pharaoh. Und ich möchte, dass du zum Pharao gehst. Yeah. You know what happened? Und ihr wisst, was geschah? Where he was afraid to go, from where he escaped, now the Lord is telling him to go back there. Also da, wo er geflohen war, wo er Angst hatte, da fordert ihn der Herr auf, zurückzugehen. So then the Lord said, I will be with you. Und dann sagte der Herr, ich werde mit dir sein. That was the only security he has. Das war die einzige Sicherheit, die er hatte. So, you know, in the burning bush, it was burning, but it was not making it into ashes. Also, ihr wisst, der Dornbusch, er brannte und er verbrannte nicht. Es gab keine Asche dort. That is the working of the Holy Spirit. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. There will be fire within us. Es wird da ein Feuer in uns sein. When you stir this, there will be fire in us. Wenn wir den Heiligen Geist in uns umrühren, dann wird ein Feuer entstehen. But it will not burn us. Aber es wird uns nicht verbrennen. No? Have you heard when they were going to Emmaus at one moment, the disciples were telling, oh no, was it our hearts burning when Jesus was speaking? Denken wir mal an die Emmaus-Jünger, als sie mit Jesus unterwegs waren, erinnerten sie sich nachher und sagten, brannte nicht das Herz in unserer Brust, als er unterwegs mit uns redete? So, in this incident, what happens? Moses was able to understand the vocation God has in his mind for him. Also in diesem Ereignis im Dornbusch hat Mose die Berufung verstanden, die Gott für ihn hatte. So when Holy Spirit comes in our lives, we will be able to know what God wants from our life. So ist es auch bei uns, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann können wir erkennen und verstehen, was Gott sich von unserem Leben wünscht. That is one thing. Das ist eine. Another thing is, when he comes, he takes control of our life. Und das zweite ist, wenn der Heilige Geist kommt, dann übernimmt er die Führung für unser Leben. See, Moses never would have gone to Pharaoh.
Also Mose wäre sicherlich niemals zum Pharao gegangen. But the moment God took control of his life, what he was afraid till that time, he was able to do. Aber von dem Augenblick an, als Gott die Führung in seinem Leben übernommen hatte, konnte er das tun, wovor er sich gefürchtet hatte. And this shepherd boy, shepherd man. Und dieser Schafhirte. No, who was taking care of you shepherds? Der sich um so ein paar Schafe gekümmert hat. God called him to shepherd thousands and thousands of his children. Und den hat Gott gerufen, um tausend und abertausend seiner Kinder zu führen. What transformation God made in his life? Was für eine Verwandlung hat Gott in seinem Leben gemacht? When did it happen? Wann geschah das? That day when he met God in the burning bush. An dem Tag, als Gott durch den brennenden Dornbusch zu ihm sprach. So when Holy Spirit come upon us, when we encounter the Lord. Also wenn der Heilige Geist auf uns herabkommt und wir dem Herrn begegnen, he totally changes us. Dann verwandelt er uns vollständig. But he respects our freedom. Und trotzdem respektiert er unsere Freiheit. No, because he asks, I want you to go to Pharaoh. Also er fragt und sagt, ich möchte dich bitten, zum Pharao zu gehen. But he agreed at the end. Und aber erst zum Schluss war Mose einverstanden. In the same way, if you agree, God will work wonders in our lives. Und so ist es auch bei uns, wenn wir einverstanden sind, wenn wir zustimmen, okay, for dann the time, kann Gott Wunder in unserem Leben so, so for the time being, we will stop here. Also damit machen wir jetzt erstmal einmal Schluss. We will go to another example. Und wir wenden uns einem anderen Beispiel zu. Where you will see the fire. Wo seht ihr noch das Feuer? Yes, somebody raised the hand. Ja, yeah. Bitte. In the destruction of Sodom and Gomorrah. Yeah, you will see the fire. That was for destruction. No? Where in which also, er sagt bei der Zerstörung von Sodom und Gomorrah. Yeah, Sodom and Gomorrah. That was for destruction. Here we are seeing that the power of the Holy Spirit to show that He is the Lord. Aber wir suchen jetzt Stellen, wo die Kraft des Heiligen Geistes uns zeigt, dass er der Herr ist. Any other? Yes? When Mose was preaching in Egypt? No, das war der Apostelgeschichte. Nicht Mose, der Apostel. Das war St. Okay. Paul in der Akte des Apostels. Elia, als das Feuer kam. Yes, Elia, Elijah. Okay. Ja, als Elia. So what happened there? Was geschah dort? What happened there? Was geschah bei Elia? So let's read that, then it is better. Also, First Kings chapter 18, verse 24. Also im ersten Buch der Könige, 18. Kapitel. Okay, verse 24. Vers 24. So the context is like this. Der Zusammenhang ist folgender. No, actually there was no rain. Also es hatte nicht geregnet. And... so the people and Ahab, der König, was going behind a lot of false prophets und hat auch viele falsche Propheten and magicians und Wahrsager. But Elijah was telling that there is only one God. Aber Elia war derjenige, der gesagt hat, es gibt nur den einen Gott. And all of them were trying to kill all those people who are supporting Yahweh. Und diese falschen Propheten wollten alle die töten, die Yahweh folgten. So one day Elijah told Ahab. Und dann eines Tages sagte Elia, you call all the prophets. Ihr könnt alle eure Propheten. All the prophets of Baal. Alle Baals Propheten. Okay, and I will also come. Und ich werde auch kommen. Come to the Mount of Carmel. Kommt auf den Berg Karmel. So they all came. Sie sind alle dort hergekommen. The king was there, the people were there, the prophets of Baal was there, and Elijah was there. Der König war da, das ganze Volk war da, die ganzen Baal-Propheten und Elia waren da. Okay, so they went to the top of the mountain. Sie sind auf den Berg hinaufgestiegen. Then Elijah told to the prophets. Und dann sagte Elia zu den Propheten. Okay. Verse 24. Vers 24. You must call on the name of your God. Mm-hmm.
And I shall call on the name of Yahweh. 18:24. Was gibt's? Okay, ich war im zweiten Buch der Könige. Also, Elia sagt, ihr sollt alle eure Könige, eure Propheten anrufen. Und ich werde meinen Propheten anrufen. Yes. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen. Und ich werde den Namen des Herrn anrufen, sagt Elia. And the people all answered, yes. Und die Leute sagten, ja, der Vorschlag ist gut. Then Elijah told the prophets of Baal to call their God. Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal, ruft euren Gott. So they started to call. Und sie riefen nach ihrem Gott. And Elijah said, not only calling, but when you call, call the name of the God and all those what is kept, the sacrifice should be burned. Aber ihr sollt euren Gott nicht nur anrufen, sondern alle diese Opfertiere, die hier liegen, die sollen anfangen zu brennen. Es soll Feuer herabkommen. Okay, they started to call, nothing happened. Und sie riefen nach ihren Göttern, aber nichts passierte. Then Elijah said, maybe your God may be sleeping, so call louder. Dann sagte Elia, vielleicht schläft euer Gott ja, also ruft ihn lauter. So they started to call louder. Und sie schrien lauter. But nothing happened. Aber nichts geschah. Yeah. Then they gave up. Dann haben sie aufgegeben. So then what happened? Und was geschah dann? Then let's read from 36 onwards. Also lesen wir weiter auf Vers 36. Yeah. Elijah stepped forward. Also and prayed, Yahweh, God of Abraham, Isaac and Israel. Und Elia begann zu beten, Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israels. Let them know today that you are the God of Israel. Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist. And I am your servant. Und dass ich dein Knecht bin. And I have done all these things at your command. Und dass ich alles dies tue in deinem Auftrag. Answer me, God. Höre mich, Herr. So that the people will know that you are God. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist. I am doing all this because you have told me. Und ich tue das alles, weil du es mir gesagt hast. Show me, Lord. Show us, Lord, that you are the Lord. Lass uns erkennen, dass du der Herr bist. So what happened? Und was geschah? We read, then Yahweh's fire came down. Da lesen wir, da kam das Feuer des Herrn herab. And consumed everything. Und verzehrte das ganze Brandopfer. Then what did Elijah do? Und was tat Elia? He got all these prophets. Er befahl, er greift die all, Propheten. And the people also caught them. Und auch die Menschen nahmen sie gefangen. And killed all of them. Und sie wurden alle getötet. Yeah? Because they were showing them leading to the wrong gods. Weil sie hatten die Menschen zu den falschen Göttern verführt. So what happened? Und was geschah? So what do we learn from this incident? Also was lernen wir aus diesem Ereignis? We learn that when Holy Spirit comes. Wir lernen davon, dass wenn der Heilige Geist herabkommt. When the power of the Lord comes. Wenn die Kraft des Herrn herabkommt. It will destroy. He will destroy all the evil one in one second itself. Dann werden in einer Sekunde alle Bösen in einem Augenblick zerstört. So what happened after this? There was no false prophets in that place. Also und danach gab es nämlich keine falschen Propheten mehr an diesem Ort. No. See, this happens in our life. Und das geschieht auch in unserem Leben. There may be some evil influences in our life. Vielleicht gibt es da irgendwelche bösen Einflüsse in unserem Leben. There may be bondages in our lives. Vielleicht gibt es da Bindungen in unserem Leben. Yesterday we have seen, Samson. Gestern haben wir das beim Simson gesehen. Yeah, there may be bondages. There may be some chains tied in my life. Vielleicht gab es wie beim Simson da Fesseln in meinem Leben. Maybe it may be my addictions. Vielleicht sind es Abhängigkeiten. Maybe it may be my wrong relationships. Vielleicht sind es falsche Beziehungen. Maybe my anger.
Vielleicht ist es meine Wut. Whatever it is. Was es auch immer sein mag. Maybe there may be some chains which is tie, which are tying us. Vielleicht sind da irgendwelche Fesseln, mit denen ich gebunden bin. But the moment God comes. Aber in dem Augenblick, als Gott kommt, he breaks everything. Wird alles aufgebrochen, alles entfesselt. We have seen yesterday when Peter was in the prison, when they were chained, when the Spirit came, the chains broke. Wir haben das gestern gesehen bei Petrus, der im Gefängnis war, als der Geist herabkam, da wurden die Ketten gesprengt. See, that happens when the Spirit of the Lord comes. All the bondages will be broken. Also das geschieht wirklich, wenn der Heilige Geist herabkommt, dann werden alle Fesseln gelöst. Is there bondages in our lives? Gibt es dort Fesseln in unserem Leben? Yes. Then we should ask the Lord. Und dann sollten wir wirklich den Herrn bitten. Lord, how many times I tried? Herr, wie oft habe ich versucht, da rauszukommen? But always I fail, Lord. Aber immer wieder bin ich gefallen. Lord, I want to come out of this slavery. Herr, ich möchte aus dieser Sklaverei heraus. But I am not able to. Aber ich bin dazu nicht in der Lage. So many times I try. So oft habe ich es schon versucht. But every time I fall. Und immer wieder bin ich gefallen. Lord, I need you. Herr, ich brauche dich. Help me, Lord. Hilf mir, Herr. Lord, send your Holy Spirit. Sende deinen Heiligen Geist. So we have seen. When Holy Spirit comes, we'll be able to know the will of the Lord. Und wir haben gesehen, wenn der Heilige Geist herabkommt, dann erkennen wir, was Gott wünscht. He will change our lives. Er wird unser Leben verändern. He will break all the bondages of the evil one. Er wird alle Verstrickungen in das Böse lösen. Here we have seen that Elijah told Lord, I am doing this because you have told me. Und hier haben wir bei Elia gesehen, dass er sagt, ich tue das alles, weil du es mir gesagt hast. And you know, in the book of Exodus we see that Moses, when he went to the mountain. Und auch im Buch Exodus können wir lesen, als Mose auf den Berg gestiegen ist. And when he came back. Und als er dann zurückkam. God spoke to them. Hat Gott zu ihnen gesprochen. You know how did God speak? Also wisst ihr, wie Gott gesprochen hat? Let us read that. Lesen wir das auch nochmal. Let's read Exodus chapter 19. Lesen wir in Exodus Kapitel 19. And 9. Vers 9. So he, God tells. Und da sagt Gott. Look, I shall come to you in a dense cloud. Er sagt, ich werde in einer dichten Wolke zu euch kommen. So that the people will hear me. So dass das Volk mich hören kann. When I speak to you. Wenn ich mit dir rede. And believe you afterwards. Damit sie auch an dich nachher immer glauben. No? To make the people believe in the words of Moses. Damit das Volk den Worten des Mose glaubt. Then let's read 24 verse 15. Und dann lesen wir im Exodus 24, Vers 15. There we see. Und da sehen wir. Verse 17. Nehmen wir Vers 17. To the Israelites, the glory of Yahweh looked like a devouring fire on the mountaintop. Die Erscheinung des Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. And Moses, the people said, please tell the Lord, don't speak to us directly. Und die Leute sagten zu Mose, sag dem Herrn, er soll nicht unmittelbar zu uns sprechen. Let Lord speak to Moses and you speak to us. Also lass Gott zu dir sprechen und du sprichst dann zu uns. No. So when they saw this power of the Lord, they believed whatever Moses told them. Als sie diese Kraft Gottes sahen, die Kraft des Herrn sahen, da glaubten sie, dass alles, was Mose ihnen sagte, vom Herrn kam. See, today in Elijah we heard, he prayed, Lord, I am doing this because you have told me. Und bei Elia haben wir es eben gehört, dass Elia gebetet hat, Herr, ich tue das alles, weil du es mir gesagt hast. So you do what is needful. You show that you are the Lord. Also du wirst das tun, was notwendig ist und du wirst zeigen, dass du der Herr bist.
So we should also ask the Lord. Und so sollten auch wir den Herrn bitten. Lord, you are the Lord of my life. Herr, du bist der Herr meines Lebens. Lord, you are the one who created this family. Herr, du bist derjenige, der diese Familie geschaffen hat. Lord, you are the one who gave me these children. Herr, du bist derjenige, der mir diese Kinder geschenkt hat. It's your gift. Das ist dein Geschenk. This husband is your gift. This wife is your gift. These children are your gift to me. Dieser Ehemann, diese Ehefrau, diese Kinder, das sind deine Geschenke an mich. It's your gift, Lord. Es ist dein Geschenk, Herr. Now there is a problem. Und jetzt gibt es da dieses Problem. So, Lord, I come to you. Und damit komme ich jetzt zu dir, Herr. Because you are the one who gave. Weil du bist es doch, der mir das gegeben hat. Help me, Lord. Hilf mir, Herr. Lord, solve this problem, Lord. Herr, löse du dieses Problem. Solve this problem in my family. Löse du dieses Familienproblem. Solve this problem in the relationship with the children. Löse dieses Problem in der Beziehung zu den Kindern. With my spouse. Mit meinem Bräutigam. Lord, show that you are our Lord. Zeige dich als unser Herr. Lord, show that you are our Lord. Zeige dich als unser Herr. But if somebody have that faith, wenn jemand diesen Glauben hat, and pray from the heart, und aus seinem Herzen betet, the Lord will work. Dann wird der Herr wirken. But I should be faithful to the Lord. Aber ich selber sollte dem Herrn. No, I should do. See, Elijah was able to say, Lord, I am doing this because you have told me to do. Also wir sollen treu bleiben. Wir haben doch gesehen, dass Elia sagt, Herr, ich tue das, weil du es mir gesagt hast. So if I am able to live in the way Lord wants, I can say the same. Also wenn ich in der Lage bin, so zu leben, wie es der Herr von mir wünscht, kann ich genau dasselbe sagen. For that I should live as the Lord wants. Aber dafür sollte ich wirklich leben, so wie der Herr es von mir wünscht. Ja. Yeah. Then I will be able to say, and the Lord will intervene. Und dann bin ich in der Lage, das zu sagen, und der Herr wird eintreten. Because he is a merciful God. Weil er ist der barmherzige Gott. And we will take one more example. Nehmen wir noch ein Beispiel. That is Isaiah. Das finden wir im Buch Jesaja. Isaiah chapter 6. Jesaja 6. Kapitel. There we see the vision of Isaiah. Isaiah is seeing the vision of God. Da hat Jesaja die Vision Gottes. No, he sees the angels adoring God. Er sieht, wie die Engel Gott anbeten. Then when he see the holiness of God. Und dann sieht er die Heiligkeit Gottes. He said like this. Und dann sagt er: Woe to me, I am lost. Weh mir, ich bin verloren. Verse 5 onwards. I am a man of unclean lips. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Means I am a sinner, Lord. Das heißt, ich bin ein Sünder, Herr. So what did the Lord do? Und was tat der Herr? One of the angels, seraphs, went and took a piece of gold. Und was tat der Herr? Er schickte einen Engel, der ein Stück Kohle nahm. Fire. Also Feuer, glühende Kohle. Yeah, then came and touched the mouth of Isaiah. Und mit dieser glühenden Kohle berührte er den Mund Jesajas. And tells. Und sagte: This has touched your lips. Das hier hat deine Lippen berührt. And your guilt has been removed. Deine Schuld ist getilgt. Your sins are forgiven. Deine Sünde ist gesühnt. Ja. Yeah. So when the Spirit touches us, wenn der Geist uns berührt, he purifies us. Dann reinigt er uns. You know, in the Old Testament we see Holy Spirit called Spirit of the Lord, Spirit of Power. Also im Alten Testament sehen wir, dass der Geist genannt wird, Geist des Herrn, Geist der Kraft. But in the New Testament, aber im Neuen Testament, always we hear about Holy Spirit. Hören wir immer wieder vom Heiligen Geist. The Spirit who makes us holy. Der Geist, der uns heiligt. The Spirit who purifies us. Der Geist, der uns reinigt. Who cleanses us. Der uns schön macht. Yeah. So when the Holy Spirit comes, so many things will happen in our lives. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann werden so viele Dinge geschehen. Yesterday we have seen. Das haben wir gestern auch schon gesehen. No, yesterday he does the impossible things.
Da haben wir gesehen, dass das Unmögliche geschieht. When he comes in our life, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, even if lions may be coming roaring to devour us, selbst wenn brüllende Löwen auf uns zulaufen, no, it will not affect us. Dann wird uns das nicht schaden. Even if it is a lion, I will feel it is like a sheep or a kid. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, dann ist dieser brüllende Löwe wie ein kleines Böcklein. Where did we see yesterday? Wo haben wir das gestern gesehen? Whose life? In welchem Leben? Ja, Samson. Wir sahen das im Leben des Samson. Ja. Even if lion is coming. Selbst wenn ein brüllender Löwe daherkommt. Hm? So that's why Peter says. Deswegen lesen wir auch im Petrusbrief. Be alert. Seid wachsam. The Satan is prowling round like a roaring lion, waiting to devour somebody. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, was er verschlingen kann. But when the Holy Spirit comes. Aber wenn der Heilige Geist kommt. Even if it may be a big problem. Auch wenn es vielleicht ein großes Problem ist. It will not be a problem for you anymore. Dann wird es, wenn ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid, kein Problem mehr für euch sein. And when he comes, he does the impossible things. Und dann wirkt der Heilige Geist unmögliche Dinge. And he breaks all the bondages. Und er zerbricht alle Verstrickungen. And today we have seen he destroys all the evil influences. Und heute haben wir gesehen, dass er alle bösen Einflüsse von uns nimmt. And he will help us to understand what the Lord wants. Und der Heilige Geist ist es, der uns zu verstehen gibt, was Gott von uns in my möchte. Life and in the life of my children. Für mein Leben und für das Leben meiner Kinder. And he transforms my life. Und er verwandelt mein Leben. I become a blessing. Und ich werde zu einem Segen. Maybe one moment enough for the Lord. Vielleicht ist manchmal ist ein Augenblick genug für den Herrn. That is the Lord. So ist unser Herr. That is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. And this is the promise of the Lord. Und das hat er uns versprochen. Promise of the Lord. Versprechen des Herrn. For that, what we should do? Was sollten wir dafür tun? We should thirst for him. Wir sollten Durst haben nach ihm. We should pray for the Holy Spirit. Wir sollten um den Heiligen Geist bitten. We should believe in the Lord. Wir sollten dem Herrn glauben. And we should wait. Und dann sollten wir warten. All these are what the Lord has told us. Und das alles sind Dinge, die der Herr uns sagt. And when we do, he will come. Und wenn wir das tun, dann wird er kommen. You know, yesterday we prayed the prayer of Peter. Gestern haben wir dieses Gebet des Petrus gebetet. What was it? Wie war das? Lord, grant us the grace to proclaim your word. Herr, schenk uns die Gnade, dein Wort freimütig zu verkünden. Lord, extend your hands. Streck deine Hand aus. So that through the power of the Holy Spirit may you heal your children. Dass durch die Kraft des Heiligen Geistes Heilungen geschehen. May you work wonders, marvels, miracles in the life of your children. Dass Zeichen und Wunder wirksam werden in deinen Kindern. And may all the bondages of the evil one be broken in the name of Jesus. Und dass im Namen Jesu alle Verstrickungen des Bösen entfesselt werden. Okay. Everything happens with the power of the Holy Spirit. Alles das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. That's why we call Holy Spirit the Spirit of Power. Deswegen nennen wir den Heiligen Geist den Geist der Kraft. No, he changes us totally. Er kann uns vollständig verwandeln. Moses, who was very afraid, he became the leader, going to Pharaoh, the king. Mose, der so viel Angst gehabt hat und geflohen war, er wurde der Führer und ging zurück zum Pharao. And these apostles, who were so afraid. Und dann die Apostel, die solche Angst hatten. But once the Holy Spirit came. Aber als der Heilige Geist kam. Yeah. You know, Peter. Erinnert euch an Petrus. One day, what happened when Peter was near the, place of Pilate. One lady, one servant came and asked, I have seen you somewhere. Was geschah mit Petrus, als er da im Hof des Pilatus war und eine Magd kam und fragte, habe ich dich nicht mit ihm gesehen? Have you been with that fellow? Warst du nicht mit diesem zusammen? What did he say? Und was sagt er da? No.
I don't know him. Da sagte Petrus, ich kenne ihn nicht. How many times? Wie oft? Three times. Dreimal. Yeah. So what happened? See, that we will see tomorrow. So when the Holy Spirit came, what happened? Also das sehen wir eigentlich morgen weiter. Deswegen, was geschieht, wenn der Heilige Geist kommt? It was this Peter who was so afraid. Es war dieser Petrus, der solche Angst hatte. He got up. Der dann aufstand. And he told all those people who were behind killing Jesus. Und er sprach zu allen denen, die Jesus getötet hatten. And told Jesus is the Lord. Und er verkündete, Jesus ist der Herr. And it was you who crucified him. Und ihr wart es, die ihn gekreuzigt haben. What happened to his that from he's afraid? What happened to that? Was ist mit seiner Angst geschehen? Everything gone. Alles war weg. One moment. In einem Augenblick. What a change. Was für eine Veränderung. What a transformation. Was für eine Verwandlung. Yeah, that is what happens when the Spirit comes. Das geschieht, wenn der Heilige Geist For kommt. The Lord, one blick of moment is enough. Für den Herrn ist ein Augenblick genug. Yeah, that's enough. Das reicht. But we should allow the Lord. Aber wir sollten es dem Herrn auch zugestehen. The Lord. Wir sollten ihn darum bitten. We should invite him. Wir sollten ihn einladen. Because he respects our freedom. Er respektiert unsere Freiheit. Yeah. And yesterday we have seen, that belief is very important. Und gestern haben wir gesehen, dass der Glaube so wichtig ist. Because Jesus was telling, I was speaking about the Holy Spirit. They will receive those who believe. Und da haben wir über den Heiligen Geist gesprochen und Jesus hat gesagt, die glauben, werden ihn empfangen. So only those who believe. Die glauben. If you don't believe, it will not. Wenn du nicht glaubst, dann wird es nicht geschehen. So I should believe. Also, glauben wir. So let's close our eyes. Schließen wir noch einmal unsere Augen. Let us tell the Lord. Und sagen wir dem Herrn. Lord, you are my Lord. Herr, du bist mein Herr. Lord, you are my only Lord in my life. Du bist der einzige Herr in meinem Leben. Lord, I need you. Herr, ich brauche dich. Lord, I need you. Ich brauche dich. Lord, I trust in you. Ich vertraue dir. Lord, you send your Holy Spirit upon us. Herr, sende deinen Heiligen Geist auf uns herab. To take away all my fears. Um alle meine Angst hinwegzunehmen. To know what you want us to do in our lives. Damit ich erkenne, was du für mein Leben möchtest. To know what you want to do in the life of our children. Um zu wissen, was du in dem Leben meiner Kinder tun möchtest. To take correct decisions. Damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. To come out of our weaknesses. Dass wir aus unseren Schwächen herauskommen. To purify our sins, to cleanse our lives. Damit unser Leben gereinigt und schön wird. And dear Lord. Lieber Herr, in your name. In deinem Namen. Break all the bondages in my life. Zerbrich alle Zerstrickungen in meinem Leben. Let all the evil influences in my life be destroyed. Zerstöre alle negativen Einflüsse und bösen Einflüsse in meinem Leben. Lord, extend your hand. Strecke deine Hand aus, Herr. Lord, touch and heal your children. Herr, berühre und heile deine Kinder. Lord, I trust in you. Herr, ich vertraue dir. Lord, I trust in you. Herr, ich vertraue dir. Lord, do wonders. You do marvels in our life, Lord. Herr, bewirke Wunder und wundersame Zeichen in unserem Leben. Lord, you are our Lord. Du bist unser Herr. Lord, I entrust into your hands all my dear ones. Herr, alle meine Lieben übergebe ich jetzt in deine Hände. Lord, I entrust into your hands all those who are sick. Herr, ich übergebe dir alle, die krank sind. Lord, you told Mary. Herr, du hast zu Maria gesagt. Nothing is impossible for you. Für Gott ist nichts unmöglich. Yes, Lord, I trust. Herr, und so vertraue ich dir. Lord, nothing is impossible for you. Für dich ist nichts unmöglich. Lord, send your Holy Spirit upon us. Sende deinen Heiligen Geist auf uns herab. We welcome your Holy Spirit. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Holy Spirit, oh, Heiliger Geist. My helper. Mein Helfer. I need you. Ich brauche dich. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. My helper. Mein Helfer. I need you. Ich brauche dich. Come into my life. Komm in mein Leben. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. My helper. Mein Helfer. Come into my life. Komm in mein Leben. As we are preparing ourselves for the Holy Mass now. Wenn wir uns jetzt für die Heilige Messe vorbereiten.
Let us bring before the Lord all those people who need our prayers. Bringen wir jetzt zum Herrn alle die unsere Gebete brauchen. All the dear ones who are suffering. Alle unsere Lieben, die da leiden. Maybe they may not believe in the Lord. Vielleicht glauben sie nicht an den Herrn. They may not come to the church. Vielleicht kommen sie auch nicht zur Kirche. But let him see our faith. Aber zeigen wir dem Herrn unseren Glauben. And seeing our faith. Und er sieht unseren Glauben. May the Lord touch our dear ones. Und so möge der Herr unsere Lieben berühren. May the Lord heal our dear ones. Und er möge sie heilen. May he fill our houses with his peace. Möge er unsere Häuser mit seinem Frieden erfüllen. And may we experience the work of the Holy Spirit in our lives. Und mögen wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren. And let us ask our Blessed Mother. Und bitten wir auch die Mutter Gottes. Oh Blessed Mother. O Mutter Gottes. Spouse of the Holy Spirit. Du Braut des Heiligen Geistes. Intercede for us. Bitte für uns. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist der Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.